Ja, hallo. Wir befinden uns im Kurs Komplexe Zahlen und in diesem Video geht es um lineare Gleichungen. Ein Beispiel habe ich mal hier hingeschrieben und das Erste, was man machen muss, ist, man muss sich überlegen, für welche z ist diese Gleichung definiert. Und da sieht man auf einen Blick, wenn z gleich 1 wäre, dann wäre hier der Nenner gleich 0 und dann wäre die Gleichung nicht definiert, ne? Denn man darf ja nicht durch 0 dividieren. Das kennt ihr von den normalen Gleichungen im reellen Bereich. Gut, der erste Schritt ist, so wie bei normalen linearen Gleichungen, ich bringe erstmal den Term hier auf die andere Seite. Das heißt, ich multipliziere beide Seiten mit 1 minus z, damit ich hier diesen Bruch weg habe. Dann erhalte ich 6 plus z ist gleich 7i minus 1 mal 1 minus z. Okay. Ja, als nächstes multipliziere ich hier diese beiden Klammern aus. Dann erhalte ich 6 plus z ist gleich 7i minus 7i mal z. Minus 1 plus z. So, und jetzt ordne ich die Terme. Also ich habe hier Terme mit z, mit i, mit iz und Konstanten habe ich auch. Ich mache mal Folgendes. Ich ziehe auf beiden Seiten erstmal z ab. Dann erhalte ich hier 6 und hier erhalte ich 7i minus 7iz. Minus 1. So, als nächstes addiere ich plus 1 auf beiden Seiten, dann geht die Konstante hier zur 6 rüber, dann erhalte ich hier 7 und hier erhalte ich 7i minus 7i mal z. Gut, da sehe ich, da kann ich jetzt 7i ausklammern. Ich schreibe es mal hin, 7i ausklammern. Dann erhalte ich 7 gleich 7i mal 1 minus z. So, jetzt dividiere ich beide Seiten der Gleichung durch 7i. Dann erhalte ich hier 7 durch 7i. Ja, und da kann ich schon hinschreiben, was das ist. Das ist, wenn ich die 7 wegkürze, ist das 1 durch i. 1 durch i und hier bleibt über 1 minus z. Gut, jetzt multipliziere ich beide Seiten mit minus 1, damit dieses z hier positiv wird. Dann erhalte ich hier minus 1 durch i ist gleich z minus 1. Und die 1 bringe ich noch auf die andere Seite, indem ich auf beiden Seiten 1 addiere. Dann erhalte ich z ist gleich 1 minus 1 durch i. So, das ist schon fast die Lösung. Aber eine komplexe Zahl sieht ja so aus. Da habe ich einen Realteil und einen Imaginärteil. Aber hier steht ja das i noch im Nenner. Also mache ich Folgendes. Ich erweitere diesen Bruch hier mit i. Also hier oben mal i. Und hier auch mal i. Ja, dann habe ich hier im Nenner stehen, oder fangen wir mal hier an. Also die 1 wird übernommen. So, dann kommt das Minuszeichen. Dann habe ich im Nenner i mal i, das ist i. Und den Zähler habe ich i mal i, das ist i Quadrat. Und i Quadrat ist ja minus 1, ne? Das ist die Definition der imaginären Einheit. So, diese beiden Minus hier heben sich auf. Und da wird ein Plus draus und die 1 kann ich weglassen, weil geteilt durch 1 ändert ja nichts. Da habe ich also nur ein i. Ja, und damit habe ich die Lösung gefunden. Z ist also 1 plus i. Gut, machen wir hier so einen Trennstrich und hier machen wir jetzt auf der rechten Seite die Probe.
Ja, unsere Lösung hieß also z gleich 1 plus i und deshalb muss ich dieses 1 plus i hier überall einsetzen, da wo z steht. Dann erhalte ich hier 6 plus 1 plus i dividiert durch 1 minus und für z wieder 1 plus i einsetzen. So, ne, hier die Klammer nicht vergessen. Und die rechte Seite ist 7i minus 1. Okay. Ja, räumen wir mal den Zähler und den Nenner ein bisschen auf. Fangen wir beim Zähler an. 6 plus 1 ergibt 7. Dann steht im Zähler 7 plus i. Und hier löse ich die Klammer auf. Steht ein Minus vor der Klammer. Drehen sich alle Vorzeichen um. Dann erhalte ich 1 minus 1 minus i. So. Und 1 minus 1, was ist das? 0, ne? Also kann ich auch eine 0 hier hinmachen. Und die 0 kann ich natürlich auch direkt weglassen. So, jetzt will ich diesen Bruch hier weg haben. Also muss ich beide Seiten der Gleichung mit minus i multiplizieren. Na, ein i soll das sein. So, dann erhalte ich hier 7 plus i. Und auf der rechten Seite 7i minus 1 mal minus i. Na, so, okay. So, jetzt muss ich nur noch die rechte Seite ausmultiplizieren. Da habe ich also plus mal minus. Da habe ich schon mal das Vorzeichen minus. Die linke Seite muss ich erstmal hinschreiben. So, also nochmal. Hier habe ich plus, hier habe ich minus, also Vorzeichen minus. Und 7i mal i ergibt 7i Quadrat. Ne, wobei i Quadrat ist minus 1 und minus mal minus ergibt plus. Ne, gut, und das Plus schreibt man normalerweise nicht dahin. So, und dann habe ich noch hier minus mal minus, das ergibt schon mal plus und einmal i ergibt i. Und wir sehen, die Seite und die Seite sind beide gleich. Ne? 7 plus i steht auf beiden Seiten das gleiche. Die Probe stimmt also, z gleich 1 plus i ist tatsächlich die Lösung dieser Gleichung hier. Ja, damit sind wir schon am Ende. Weitere Aufgaben findet ihr im Buch.